und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 im Singleplayer. Jetzt ist es mit der richtig schweren Fracht unterwegs, nämlich mit 25 Tonnen. Die Baggerschaufel, die man eigentlich, also ehrlich gesagt, die hätte man auch quer drauf auf dem Trailer drauflegen können. Und dass die Baggerschaufel dann gewissermaßen nicht als Schwerlast läuft. Also das verstehe ich nicht, aber gut. Ich würde sagen, wir schmeißen den Motor an, wir setzen uns ins Cockpit. Richten das richtig aus. Natürlich die Handbremse los. Und wir haben 275 Kilometer vor uns. Ich hoffe mal, dass unser KI-Verkehr deutlich besser fährt als in der letzten Folge, weil in der letzten Folge, das war ja echt grausam gewesen. Das war wirklich grausam gewesen. Schalten wir den Spiegel wieder ein. Na, und da denkt man sich auch, nein, Güte. Weil das war schon echt, in der letzten Folge war das echt grausam gewesen. So, es geht übrigens von Dortmund nach Hannover. So. Okay, von der Breite her, wir haben jetzt keine großartige Breite bekommen. Okay, die ist 3,50 Meter hoch, 3,50 Meter lang, 4,90 Meter hoch, breit und 2,90 Meter hoch. Also wir sollten dann auch keine Probleme damit haben. Ich bin ein bisschen schön unterwegs, ne? So, aber 25 Tonnen, das ist jetzt kein großartiges Problem. So. Dann dürfen wir jetzt dem vorausfahrenden Fahrzeug einfach mal folgen. So. Dann fahren wir mal. Auch Spurbreite passt, würde ich sagen. So, okay. Also von der Breite her mache ich mir jetzt da keine Sorgen drum. Ich mache mir jetzt nur Sorgen darum, dass wir eventuell wieder dem Begleitfahrzeug drauf fahren, aber das scheint besser zu fahren als das alte. Das aus der letzten Folge. Also das scheint jetzt besser zu laufen. Ne? Ja. Also das scheint jetzt wirklich viel, viel besser zu laufen. Das ist jetzt übrigens die vorletzte Fracht, weil wir haben jetzt nur noch ein einziges Hightech-Gerät, was wir noch transportieren müssen. Das ist dann die gleiche Strecke, nämlich von Dortmund nach Hannover. Ja, und dann haben wir auch alle Frachten einmal gefahren. Ich bin von mir richtig beeindruckt. Mhm. Na, also weil ehrlich gesagt, das war jetzt schon echt grausam gewesen in der letzten Folge, oder? Habt ihr auch solche Probleme mit dem KI-Verkehr teilweise? Oder ist das nur, weil der Rechter meint, mich ärgern zu müssen? Hm? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr die gleichen Probleme habt wie ich. Oder ob ich. Oder ob das nur die KI merkt, dass ich der absolute Pro-Fahrer bin. Und ihm dann auch mal so ein Wohnwagen, den will ich gerne mal ziehen mit dem Auto. Mhm. So. Gut, da kann die KI jetzt nichts für, dass wir jetzt hinter einem langsamen LKW erfahren. Ist wahrscheinlich ein Retro. Mhm. Es ist wahrscheinlich ein Renault, der sagt, ja, ich kann nur 50 fahren. Auf der Landstraße. Wer weiß. Oder es sind sogar noch 40. Es sind nur 40 km/h, die der LKW da fährt. Es ist entweder ein Renault oder ein schrottiger Scania. Ah, wer weiß. Würde ich jetzt super gerne überholen. Einfach falls geht. Ja.
können wir die nicht überholen? Können wir die nicht einfach überholen, einfach weil es geht? Oder müssen wir jetzt echt hinter dem jetzt herkriechen? Na gut, in der Realität ist es ja nicht anders. Müssen wir natürlich ein bisschen auf den Straßenverkehr achten und auch die anderen Fahrzeuge mit durchlassen. Auch wenn es jetzt nicht gerade passt. Ne? Und dann geht es mit 44 km/h jetzt her. Mann. Aber eins muss man sagen, das vorausfahrende Fahrzeug, das macht seinen Job gut. Das warnt jedes Fahrzeug vor unserer spektakulären Überbreitung. Ja, also das muss man neidlos anerkennen. Das KI-Fahrzeug kann das. Aha. Sogar auf 25 runter. Oh, ernsthaft. So. Also von der Überbreite her hätte wir haben jetzt eigentlich keine Überbreite großartig. Ernsthaft? Lieber Kuhtransport, du willst jetzt ernsthaft hier diesen Weg mitfahren? Ich hoffe, dass ich den nicht die ganze Zeit auf dem Auto habe. Die ganze Zeit vor dem Auto habe, das hoffe ich jetzt nicht. Na dann werde ich nämlich irgendwann bin ich wahnsinnig. Gibt's keinen Seeweg? Danke! Danke! Fahr zu! 50 ist ja angesagt. Nicht 40, nicht 30. Und warum bremst du? Mann, ich will nicht auf dich drauf fahren. Hm? Hier in Kassel sind 50 erlaubt. Nicht 30. Also KI fängt ja schon wieder genauso an. Mann. Ernsthaft. Oh. Jetzt festgegangen. Das frage ich mich jetzt wirklich, wo ich hier festgegangen habe. Ne? Weil das würde ich jetzt wirklich gerne wissen, wo ich da jetzt festgefahren bin, wo ich mich da, weil da war nichts. Die Leitplanke war garantiert noch 2 Meter entfernt gewesen.
Oder was war wieder eine Hidden World? Links geht es jetzt auf der Autobahn. Aber ich muss auf das Begleitfahrzeug warten. So, schön mit Warnblinkanlage hier stehen und warten. Und warten. Ist das nicht nett? Jetzt zur Zeit gehe ich noch mal Kuchen machen. Lass den fließenden Verkehr mal fließen. Oh, Tempomat ist zu tief eingestellt. So, 61 km/h. Warte ich jetzt natürlich darauf, dass mein Begleitfahrzeug blinkt und endlich die Schaltspur wechselt. Weil ich meine, hey, wir können auch geradeaus weiter. Spiel. Hallo? Fährst du bitte rüber? Oder möchtest du zwingend, dass ich geradeaus weiterfahre? Hallo? Hallo? Hallo, überholst du bitte? Weil jetzt kriege ich mit Sicherheit jetzt gleich eine Nachricht von wegen, ja, bitte auf das Begleitfahrzeug warten. Hallo? Das ist ein Scherz, oder? Das ist doch jetzt echt ein Scherz. So. Okay. Ich probiere mal was aus. So. Geisterfahrer. Und hier ist ja eh alles abgesichert. Ich muss jetzt hier herfahren.
Begleitfahrzeug bitte wieder überholen? Hä? Also ich meine, manchmal bin ich wirklich verpeilt. Alter, geht es noch? So. Irgendwie muss ich jetzt da. Wieder vor das Zugfahrzeug bringen. Mit dem Kraft. Also stellt man sich dann schon die Frage, ob man hier verarscht wird, oder? Weil das ist ja schon grobe Verarschung. Oder? Das ist doch echt die grobe Verarschung. Aha. Also das kriegt die KI echt nicht auf den, nicht auf, echt, das kriegt die KI echt nicht auf der Kette. Also einen vernünftigen Spurwechsel. Und hier, dass ich eigentlich schon neben oder beziehungsweise schon vor dem Fahrzeug bin. War gut zu wissen, dann weiß ich jetzt, was ich jetzt als nächstes machen muss dann. Also ich muss das nächste Mal muss ich hin, zurück, das Begleitfahrzeug anlocken, so nach dem Motto, komm, komm, komm. Das ist auch ein lecker Möhrchen. Wirklich. Unfassbar. Nein, es ist KI. Da will ich nicht drüber reden. Nein. Nein. So. Stellt man sich dann schon die Frage, ob man hier verarscht wird. Oh, LKWs werden da Braco. Was ist denn Braco für eine Firma?
Also, was könnte das in Wirklichkeit sein? Es ist auf jeden Fall sind auf jeden Fall Nutzfahrzeuge. Wenn ihr eine Ahnung davon habt oder eine Vermutung habt, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welches Fahrzeug zu welchem Unternehmen das gehören könnte. So richtig verzurrt. Fahre ich schon wieder auf das Fahrzeug auf? Nein, gut. Ey, du darfst auf dem Sonntag gar nicht fahren in Deutschland. Warum fährst du dann? Obwohl, ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen. Ist wahrscheinlich ein Lohnunternehmer, dem die Strafen relativ egal sind. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Nach dieser peinlichen Vorstellung entfernt. Und ja, es war eine peinliche Vorstellung gewesen. Also, vor allem jetzt wird es wieder witzig. Jetzt bin ich gespannt, wie die KI reagiert. Jetzt fängt's an zu blinken. Hat das eine Fahrzeugstelle behindert oder was? Okay. Aber das scheint die KI echt nicht auf die Reihe zu kriegen. Das scheint die KI echt nicht auf die Reihe zu kriegen. Sowas habe ich noch nie erlebt. Sitzt hier sogar 54 Kilometer. Wahrscheinlich darf ich wieder auf das Begleitfahrzeug warten, obwohl sieht eigentlich nicht danach aus. Weil der ist ja direkt hinter mir. Und wir haben halt noch mal eine Chance in der nächsten Folge, wenn ich das Hightech-Gerät fahre. Hoffe ich zumindest, dass es dann noch da ist. Und zwar auch wieder die gleiche Strecke, aber ich hoffe mit weniger Problemen. Ich hoffe mit viel weniger Problemen als das, was wir hier geboten gekriegt haben bis jetzt. Schon erwähnt, dass ich die KI liebe. Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher.
Ich glaube schon, dass mir die KI doch sehr, sehr sympathisch geworden ist. Zum Glück lässt sie mich den Rest des Weges zum Steinbruch alleine fahren. So. Aber es hat aufgehört zu regnen. Es hat aufgehört zu regnen. Jetzt mit Schwung. Ach nur, das ist ja nur eine ganz kurze Auffahrt. Langweilig. Und ich muss ja auch nur parken. Langweilig. Aber gut, im Steinbruch kann man die auch gut nutzen. So. Und ablassen bitte. Was? Entladung. Ausgezeichnet. Na gut, das war jetzt auch kein Kraftakt gewesen. So, aber an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch weiterhin viel Spaß natürlich hier auf diesem Kanal mit diesen wunderschönen Videos. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann in die letzte Runde geht mit dem Hightech-Gerät. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.